Clip darüber. Wer ist diese geheimnisvolle Person? Wollen wir uns die Augen mal näher anschauen? Heißt eins, dann das andere. Mona Lisa ist es nicht. Also fragen wir den berühmten Sirenenbauer Bernd Komm aus Schwarzburg. Wer ist denn das, Herr Komm? Ja, dreimal darf man raten. Ja, und wer ist es? Ja, was schätzen Sie? Sind Sie das? Nee, ich bin's nicht. Nein. Nee. Ist jemand anders? Ein Zeitgenosse? Auch kein Zeitgenosse. Aber ist ein gewesener Genosse? Ein gewesener Genosse. Ach so. 150 Jahre alt. Aha. Ja. Das ist Lenin im Alter von 14 Jahren. Ah, ja. Mhm, ja. Mhm. Und das ist nicht die Auferstehung da drüben von dem Lenin. Wer ist das da drüben? Das ist Klaus Kinski. Aha. Und das ist sein Produzent, der Niederländer. Werner Herzog, der Filmemacher. Ja, genau. Und da geht ihm an die Gurgel. Ach. Das sieht man ja, ne? Ja, wir haben das ja gestern, vorgestern diesen Film gesehen, Agirre, der Sohn Gottes, nicht? Ja, Agirre, der Sohn Gottes, genau. Und das hier sind hier so die... Die Lieblingstiere, meine Lieblingstiere. Jawohl, da ist noch einer. Na? Wolf, ist der ab und zu im Garten und frisst die... nee. frisst die Zwiebeln dann auch. Nee. Ist er nicht, ja, hier ne? Ist noch ein anderer. An die Weintrauben kommt er auch nicht ran. Nee, hier ist noch ein anderer. Mhm. Also einer mit Winterfell, ne? Ja. Die wechseln ja auch das Fell. Moment. Ja, das ist jetzt also auch wieder ein Wolf. Das ist alles ist ein Blick in die privaten Gemächer eines Bohrmannes und Sirenenbauers. Also das ist... Damit es nicht zu lang wird, machen wir jetzt mit 2 Minuten Länge. Noch einen kleinen Moment. Ist es ja, wieder ein Wolf. Ja. Und noch einer war genug, ja. Nicht? Dankeschön.